Michael Zehe, Roland Rehfeld und Alexander Roloff heißen die Sieger des 6. Saisonlaufs der VLN Langstreckenmeisterschaft. Ihr vom Team Rover Racing eingesetzter Mercedes SLS lag in Führung, als das Rennen aufgrund eines Unfalls nach 15 Runden abgebrochen wurde. Im Bergwerk sind 5 Fahrzeuge kollidiert. Eins ist über die Leitplanke die Böschung runtergeflogen. Alle Fahrer sind soweit okay. Mussten wir leider abbrechen, weil wir die Strecke da nicht mehr befahren konnten. Für Rover Racing war es der erste Gesamtsieg in einem VLN-Rennen. Heute haben wir mal Glück gehabt und für die anderen lief es dann halt ein bisschen daneben. Aber von daher bin ich jetzt rundum zufrieden sozusagen. Schon nach 9 Runden hatte es einen ersten Rennabbruch gegeben. Trotz der Schwere dieses Unfalls kamen die Fahrer mit leichten Verletzungen davon. In Abwesenheit der Top-Teams von Phoenix und Mantai, der Marmaro SLS, absoluter Favorit auf den Sieg und zunächst ganz vorne. Christian Marmaro allerdings auf Intermediates gestartet und deshalb nicht in der Lage, Oliver Kainz auf dem Wochenspiegel Porsche abzuhängen. Dem Angriff auf der Döttinger Höhe Ende Runde 1 hatte er nichts entgegenzusetzen. Er hat auch ganz fair Platz gemacht und wenn du einen Überschuss hast, dann bist du halt in der glücklichen Situation. Und den hatte ich dann und war somit vorbei. Dann aber Kainz und Marmaro im Pech, beide mit Reifenschäden und raus aus dem Kampf um den Sieg. Der Porsche der Busch-Zwillinge somit zunächst neuer Führender, ehe er auf Platz 3 zurückfiel. Später dann der GT3R von Fricadelli Racing und der Rover SLS mit dem Kampf um die Spitze. Alexander Roloff mit dem entscheidenden Überholmanöver gegen Arno Klaasen. Der Rennabbruch wenig später kam einen Konter von Schlussfahrer Niklas Kente nicht zuvor. Das war ein schwerer Unfall, da kann man nichts machen. Aber vom Speed her hätte ich uns deutlich stärker eingeschätzt, wo ich jetzt auf dem Auto war. Und ob wir es geschafft haben, weiß ich nicht. Der Versuch wäre es wert gewesen. Wir wären auf jeden Fall rangekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Klaasen, Kentenich und Sabine Schmidt trotzdem glücklich mit Platz 2. Beim 6-Stunden-Rennen Ende August ergibt sich die nächste Chance, vielleicht nach ganz oben zu fahren.